So, Tagchen, Leutchen, und willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Resident Evil 7. Was ist hier los? So, jetzt. So, ist ein bisschen Zeit gerade vergangen seit dem letzten Video. Ich habe jetzt Wäsche gemacht, bla bla bla. Meine Finger sind wieder eingefroren, die Heizung ist aus. Geil. Dachte ich mir, mache ich die Heizung aus. Vielleicht kühlt der PC ab. Aber er ist immer noch genauso heiß. Wahrscheinlich ist die Standardtemperatur und ich habe mich einfach geirrt. Egal, wir hatten hier eine Entscheidung und ich würde sagen, wir nehmen Happy Birthday mit. Aus folgendem Grund. Folgender Grund lautet... Oh, ja, schon wieder dieses Ding. Das muss ganz in der Nähe sein. Der Grund lautet, dass hier irgendwo eine Kamera ist. Also dieser Videorekorder, den kennen wir ja, Leute. Der ist hier irgendwo. Ich glaube, hier vorne sogar gleich. Aber zuvor... Nee, okay. Ich dachte, da wäre jetzt vielleicht die Figur drin. Aber gut. Hier haben wir ja den Kassettenrekorder. Ich würde sagen, wir gucken die uns jetzt mal an. Aber sowas von. Aber davor wärme ich meine Finger. Ah, schön warm. Experiment Kent repressing idiots solve puzzles. Happy Birthday. Okay. Also irgendein Hosenscheiße, der sich verdammt intelligent hält und Experimente mit seiner Familie gemacht hat, oder wie? Okay. Clancy Chavis. Testing Area. Das ist der Kameratyp. Was? Du glaubst mir nicht? Diese Freude kann man nicht vortäuschen. Es hat Wochen gedauert, das herzustellen. Und jetzt ist es endlich soweit. Alles nur für dich. Der ist ja gar kein Kind mehr. Oh, komm schon, Mann. Sei doch nicht so. Das wird ein Spaß. Du wirst schon sehen. Wir sind einer der Typen von der Demo, Leute. Und wir sollen jetzt... Okay, alles klar. Was auch immer hier geschehen ist, ich will nicht Teil davon sein. Und das mit der Kerze ist echt ziemlich cool gemacht. Aber gut. Wo hat der Typ überhaupt die Kamera? Also, wie macht er das gerade? Ich habe keine Ahnung. Wir sind ja nicht mehr der Kameramann, oder? Wir sind doch der Typ, der zuerst entführt wurde, oder? Oder nicht? Ich weiß gerade gar nicht, wer wir sind, aber ich weiß, dass wir einer von diesen Kameratypis sind, die hier ein Video machen wollten. Der erste können wir eigentlich gar nicht sein. Weil der... Weil der ja sofort getötet wurde. Nimm eine Kerze, zünde sie an und stecke sie in die Torte. Und denk dran zu lächeln. Diese Party ist für dich. The fuck? Leck mich. Okay. Ich habe das Gefühl, das wird sehr lange dauern, was wir hier tun. Das würde nichts nützen. Was ist denn das, was da rauskommt? Gas? Glaube ich jetzt gerade nicht. Okay, wir könnten es versuchen durchzubeißen, aber gut. Fuck it. Ah. Da können wir sie jetzt wieder anmachen. Okay, nicht so wie ich gedacht hätte. Das dürften wir ja durchbrennen können, oder? Ja. Wäre das jetzt nicht gegangen, dann... Wow. Das gefällt mir jetzt nicht unbedingt. Happy. Ohne Passwort wird das wohl kaum gehen. Muss ich jetzt die ganzen Ballons kaputt machen, oder was?
Okay, wir haben den Ballon. Das ist voll cool. Komm, wir schauen mal, ob wir sie alle kaputt machen können. Wahrscheinlich müssen wir das nicht machen. Aber ich mache es, Leute. Ich mache es, weil es Spaß macht. Das ist super. So. Oh. Haben wir da was übersehen? Nee. Haben wir hier was übersehen? Nee. Okay. Gut. Jetzt dürfte es klar sein, dass wir das wirklich nicht machen müssen. Aber gut, wir sind jetzt schon mal in den nächsten Raum reingekommen, wenigstens. Und hier wird das Wasser uns immer wieder vögeln. Können wir den fucking Clown anzünden? Ach, jetzt können wir hier auch was machen. Okay, wir können ihn das... Wir können ihm das Feuer zurückgeben. Hä? Können wir nicht? Alles klar, das passt nicht. Nee, das war ja vorhin da überhaupt nicht drin. Überhaupt nicht. Echt widerlich. Oh Mann. Das eklig. Ich will das gar nicht sehen, ey. Verschmutztes Fernrohr. Ja, geil. Ja gut, ich vermute mal, wir müssen das waschen. Ja, benutzt es doch. So. Okay, jetzt ist das Fernrohr schon mal sauber. Was uns das jetzt direkt bringt, weiß ich nicht. Müssen wir das jetzt ihm geben? Nee. So. Hä, wieso kann ich das jetzt nicht auswählen, wenn ich 2 drücke? Ich kann das nicht auswählen, Leute. Obwohl ich das ja jetzt hier reingemacht habe. Dann nimmt er sofort die Kerze wieder in die Hand. Das finde ich jetzt ein bisschen nervig, muss ich ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt sagen. Kommt kein Wasser raus, okay. Wir haben jetzt ein Fernrohr. Das aus meiner Sicht ja nicht sonderlich viel Sinn macht. Ich bekomme eine Nachricht vom dicken perversen André. Ich lasse das jetzt mal so. Hier. Da ist irgendwas, aber... Wir haben irgendwas entdeckt. Fucking Baby. Ein Hangman und sonst was. Was bringt mir das jetzt, dass ich das Baby und den Hangman gesehen habe? Boah, sind die Dinger. Warte nochmal. Also. Ein Frühchen. Ein Grab und eine Krähe und ein Hangman. Ist hier drin irgendwas? Ich habe halt keine Ahnung, was mir das jetzt bringt, dass ich das halt jetzt weiß. Passt nicht. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. What the f... Hä?
Ich kann es nicht zu 100% sagen, aber ich bin mir gerade 100% sicher. Ja, das ergibt voll Sinn. Ich bin mir gerade sehr sicher, dass wir der Typ sind, der unten gestorben ist. Also, der wohl schon tot war, glaube ich. Weil ich glaube, der hatte diese Klamotten an. Aber von der Zeit her ist es halt absolut gar nicht möglich. Sieh nach einer billigen... Ah, Moment, Moment. Ein Federhalter. Er kann ihn nicht richtig halten. Na toll, ihnen fehlt ein fucking Finger. Wo kriege ich jetzt den Finger her? Ai, das sieht man hier auch noch. Nette Details, Spiel. Nette fucking Details. Hm, okay, jetzt zünden wir es mal nochmal an. Was ist, wenn ich den hier mache? Ah klar, ne, Feder brennt nicht, alles klar. Die Animation hat jedes Mal, sieht so seltsam aus. Ich verstehe auch nicht, warum der Typ davor stehen geblieben ist. Jeder hätte sich am Boden geworfen oder so. Weil, ja, hat er gesehen, dass da Nadeln. Sorry. Also ich habe immer noch keine Ahnung, was mir das jetzt helfen soll, dass ich das halt jetzt gesehen habe. Also, es bringt mir nichts. Ich sehe jetzt keinen Vorteil daraus. Kann ich nur noch mehr von den Dingern kaputt machen, um mir wieder gute Laune zu zaubern? Also mit der Kerze selber können wir jetzt nichts machen. Er könnte auch wenigstens versuchen, die Kerze vom Wasser zu schützen. Schlecht lässt sie nicht schlucken. Wir haben jetzt so ein Aufziehding. Wobei könnte... Nee. Nee, das wäre zu einfach, oder? Hätte auch dann locker nicht hingepasst. Okay, aber das funktioniert halt immer noch nicht, ne? Nee. Hm. Okay. 13 Minuten, wir haben ein bisschen was gelöst, aber auch wirklich nur ein bisschen was. Ich zünde das Ding jetzt mal nochmal an und schaue, ob ich die Ballons zerstören kann damit. Vielleicht ist in den Ballons ja was drin. Nicht, nee, es geht nicht. Schade. Hätte ja sein können, dass es geht. Kann ich hiermit? Nee. Auch nix. Hier ist auch nirgendwo was drin, oder? Ich sehe zumindest nix. Hier kann man auch nichts mehr machen, oder? Nee. Moment. Ich mache mal jetzt wirklich alle kaputt. Nur um sicher zu gehen. Wenn in diesem einen Ballon was drin war, könnte auch hier was drin sein. Ich habe nur nicht gecheckt, dass ich mich natürlich auch hinknien kann und damit mit der Kerze besser hinkommen, weil ich dachte mir, ja, ich erwische so oder so nicht alle. Auf diese Weise. Aber so könnte es klappen. Na gut, ich halte schon Schnauze. Okay. Oh. Ne, wir haben aber auch noch hier drin Ballons. Hier haben wir auch noch welche. Okay, hat uns wirklich gar nichts geholfen. Jetzt müssen wir wohl das eine Problem, das wir haben, lösen. Und zwar dieses hier. Kombinieren können wir? Ne.
es doch extra hier reingetan. Warum macht er das nicht? Moment, gehen wir mal hier rein. Nope. Müssen wir es vielleicht noch ein bisschen mehr waschen oder so? Oder keine Ahnung. Geht das? Nee. Verdammt. Also mich würde es wundern, wenn diese Kerze noch brennen würde. Aber hey, scheiß drauf. Wird zwar eh nicht funktionieren, aber hey. Ja, komm, funktioniert nicht. Scheiß. Muss ich das jetzt mal wieder auswählen? Finde ich ja jetzt nicht so erotisch. Alter, ich fühle mich gerade wie der größte Depp. Weil jetzt zeigt mir halt irgendeine komplett offensichtliche Scheiße, die mir halt, mit der ich nichts anfangen kann. Nein, hör auf. Kann ich mit der Feder sonst was machen? Nee, okay. Hätte sein können. Nee, ranzoomen geht auch nicht. Hangman? Hm. Also Hangman, Grab und Baby. Ich habe mir das hier noch gar nicht so richtig angeschaut, vielleicht... Ja gut. Also hier war der Hangman. Lass mich raten, hier ist ein Hangman. Gut, sorry, habe ich nicht gesehen, Leute. Ich habe mir das gar nicht angeguckt. Es tut mir leid, okay? Was soll ich jetzt mit der fucking Strohpuppe? Soll ich die anzünden oder was? Soll ich die da dranhängen? Ja, hätte mich gewundert. Die Puppe fühlt sich hart an. Perverse, du. Da steht on oder sowas. You. Oh, das bin ich. Kann ich die anderen Sachen eigentlich auch genauer angucken? Daran habe ich nämlich gerade eben noch überhaupt nicht gedacht, dass ich das tun kann. Gut, hilft uns aber jetzt aber auch nicht weiter. Kann ich es in die Hand nehmen? Nee, kann ich nicht in die Hand nehmen? Passt nicht, okay. Also wir können das Ding nicht in die Hand nehmen. Das heißt, wir müssen sie irgendwo reinstecken. Irgendwo muss sie reingesteckt werden. Happy... Happy day. Oh, happy day. Lukas hat gesehen. Ja und? Scheiß du drauf, was er gesagt hat. Mach trotzdem. Wir sterben doch so oder so, ist doch klar. Ich will es auch nicht stopfen. Ich will die Puppe benutzen damit. Komm schon. Okay, das soll uns darstellen. Und wenn ich richtig gesehen habe, hat es einen Zunder hier oben, oder? Ja, okay, wir sollen das Ding natürlich anzünden. Gut, mach mal. Ja, müssen wir jetzt... Puppenfinger natürlich. Der Puppenfinger! Wer kennt ihn nicht? Jetzt wissen wir endlich, wo er hingehört. Das ist aber eine sehr lebendige Puppe. Richtige Animatronik, ey. Lass mich raten, er schreibt mir, dass ich sterben werde. Oh, darauf stehst du, ne? Hä? What the fuck? What the fuck? Loser. Ich bin kein Loser, ich schwöre.
You motherfucker. Leck mich doch. Hätte vorhin auch gerne funktionieren können. Okay, ich habe gerade ausgerechnet, ob ich vielleicht auch Winner schreiben könnte, aber naja. Hä, wo ist denn das S? Willst du mich verarschen? Ach, ich bin so dumm. Ich wollte jetzt tatsächlich Loser mit 2 S schreiben. Was ist falsch bei mir? Lass mich raten. Der wartet sowieso auf der anderen Seite. Oh, ein Ventil. Eigentlich stimmt, wir müssen ja die Kerze da reintun. Ich bin einfach verwirrt sein Urgroßvater, Alter. Und ja, ich gucke in letzter Zeit viel Montana Black. Lass mich in Ruhe. Ich schwöre, wenn das Wasser jetzt wiederkommt, dann heul ich. Weil ich habe nicht so das Gefühl, dass der fair spielt, der Typ. Ich habe so ein Gefühl, dass er... Okay. Ich sterbe doch sowas davon. Wir haben es geschafft, geil. Und jetzt werden wir von hinten aufgespießt oder so. War zu erwarten. Was machst du? Jeder normale Mensch würde... Fucking Tür ist weg, Alter. Was ein Arschloch! Mann ey! War doch klar, dass er uns nicht gehen lässt. Also, es war von vornherein klar, dass wir sterben, aber auf die Art. Okay. Gut, wir sind dann wohl nicht der Typ, der unten hing. Glaube ich zumindest. Vielleicht sind wir der Typ, der runtergegangen ist und dann eine auf Schnauze bekommen hat. Ich habe keine Ahnung, wer wir sind, aber ich denke, wir sind einer dieser Kameratypen gewesen. Dann würde ich sagen, ist das Video hier an der Stelle mal wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, wenn ihr Lust dazu habt. Und ja, dann sieht man sich im nächsten Video wieder. Tschüss, Sikorski, und goodbye.